Über 20 Unternehmensvertreter kamen am 12. März 2015 im Weserstadion Bremen zusammen, um sich über aktuelle Trends in der Personalarbeit zu informieren. Unter dem Titel Chancen im Employer Branding, Bewerberreise, Zusatzleistung und Trennungskultur stellten drei Experten Faktoren der Arbeitgeberattraktivität vor. Im Kern stand dabei die Frage, wie sich Unternehmen positiv gegenüber Bewerbern und Mitarbeitern darstellen können. Der Workshop ging dabei den Weg von der Personalgewinnung über die Mitarbeiterbindung hin zum Outplacement. Michael Schütz von Employer Branding Now zeigte zu Beginn die Optionen im Personalmarketing auf. Durch die Veränderungen der Kommunikation gibt es nicht einen Weg, um Bewerber anzusprechen, sondern eine große Vielfalt. Wir haben eine Theorie aufgestellt, die ich idealerweise mir heute bestätigen lassen wollte. Das hat geklappt, und zwar, dass sich die Aufgaben der Personalabteilung deutlich verlagern. Das heißt, immer auch so ein paar Marketing-Themen dort mit reinspielen und vor allem das Thema des Recruitings auch schwerpunktmäßig eben auch in der Personalabteilung aufgehängt ist und nicht im Unternehmensmarketing. Das hat sich bestätigt. Das war eine spannende Erfahrung. Nach der Einstellung gilt es, den Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden. Rüdiger Zielke, geschäftsführender Gesellschafter der Pension Capital GmbH, gab Einblicke in die betrieblichen Zusatzleistungen. Als Beispiele dafür skizzierte er die Betriebsrenten, intelligente Vergütungselemente und Cafeteriasysteme. Dabei sei jedoch eine individuelle Betrachtung notwendig. Wir haben heute zwei Themen angerissen. Zum einen war es die betriebliche Altersversorgung, hier mal neue, andere Wege zu gehen, mal darzustellen, was andere Unternehmen machen. Das zweite Thema war die Mitarbeiterkarte, eine Möglichkeit, Mitarbeitern intelligent Geld brutto für netto zu vergüten. Im letzten Vortrag stellte GMO-Geschäftsführer Horst von Gageldonk Lösungen vor, um auch bei der Trennung von einem Mitarbeiter ein positives Image zu transportieren. Es ist wichtig, eine Trennungskultur im Unternehmen zu entwickeln, die zur jeweiligen Unternehmenskultur passt. Arbeitgeber müssen auch in dieser Phase faire Angebote für Mitarbeiter entwickeln. Wie baut man die gesamte Kommunikationskette auf, von der Planung von Personalabbaumaßnahmen bis hin zur Umsetzung, Durchführung der Gespräche und vor allem auch das Thema Nachbetreuung? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wenn es zur Trennung gekommen ist, beziehungsweise wenn die Trennung ausgesprochen ist? Wie gestalte ich die nächsten Wochen und Monate mit der Person? Nach den drei Vorträgen diskutierten die Teilnehmer in wechselnden Kleingruppen mit den jeweiligen Referenten. Jeder Teilnehmer konnte individuelle Fragen stellen und sich mit den anderen Personalverantwortlichen austauschen. Die Teilnehmer an dem interaktiven HR-Kompetenz-Workshop im Weserstadion zeigten sich zufrieden.